Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Let's Play O-Ton. Und wir befinden uns natürlich wieder hier bei Dishonored auf der Xbox 360. Und wir sind wahrscheinlich in einer letzten Mission. Ich hoffe es zumindest so ein bisschen. Hoppa. Kann man hier irgendwas finden? Nicht so wirklich. Wo ist denn... Ah, okay, alles klar. Sauber. Zack. Noch eine Rune eingesammelt. Habe ich jetzt eigentlich alle? So, damit wären wir auch... Oh. Oh. Damit wären wir jetzt auch hier in dem Gatehouse. Und hier sind doch noch ein paar Gegner. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Komm, dreh dich um, du Lumpen, und hau ab. Ich hab gesagt, du sollst abhauen. Was macht der da? Tanzt der oder was? Links 2, 1, 2, links 2, 1, 2. Ach, weißt du was? Dann sage ich dir jetzt einfach mal hier auf die Art und Weise gute Nacht, du Lumpen. In der Hoffnung, dass den keiner findet. Okay. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in die Mission Clues mal rein. Okay. Ja, Nichts weiter Besonderes. Aber gut, wir sind schon mal hier drin. Bin ich mal gespannt, wie es denn hier so weitergeht. Okay. Kann der mich hier sehen? Kann er nicht? Sehr gut. Ja, und weil das so ist, nehmen wir jetzt einfach mal hier die Kette und schleichen uns mal an den ganzen Lumpen vorbei. Oh, 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 shit. Ja, bleib da schön stehen. Haha! Ja. So, ich muss noch diesen Aufzug irgendwie erreichen. Ich weiß nur nicht so ganz genau, wo es jetzt genau hier lang geht oder ob ich da noch vielleicht... Ich hatte da vorhin auch irgendwie so einen Schlüssel noch eingesammelt, als ich mal hier so einen kleinen Kamikaze-Weg mal eingeschlagen bin. So, den nehmen wir noch mit. Nee, hier ist auch nichts. Verdammt. Vielleicht muss ich noch eine Etage tiefer. Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, das ging irgendwie so fix und so durcheinander war das, dass ich mir leider nicht so wirklich gemerkt habe, wo das jetzt genau war. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich muss nochmal so ein komisches Elixier einsammeln. Wow. Ja, da ist nämlich genau der Schlüssel. Ich speichere jetzt mal schnell hier. Und dann wollen wir da mal gucken. Beim letzten Mal ist das nämlich schief. Da habe ich nämlich hier versagt. Ja. Diesmal aber nicht. Gute Nacht, mein Freund. Schlüssel einsacken.
kurz nochmal umgucken. Das ist für Energie, das brauche ich nicht. So, um die ganze Sache irgendwie noch abzurunden. Hol ich mir. Ah, verdammt. Naja. Ach, was soll's. Ich glaube, den brauche ich einfach nicht auszuschalten. Ich glaube, ich nehme einfach den einen ohnmächtigen Gegner einfach mit und dann haben wir uns das auch gespart. Ja, also ich glaube, es geht jetzt hier tatsächlich ziemlich weit schon auf Richtung Ende zu. Und ja, ich glaube, es schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich mal gespannt bin. Ach. Verdammt. Ob es irgendwie sowas gibt wie ein Bossfight. Das wäre zwar untypisch fürs Spiel, aber ich meine, eigentlich erwartet man das ja so ein bisschen irgendwie nach so einem extrem langen Spiel. Also das ist jetzt echt, glaube ich, eins der längsten Spiele, was ich so im letzten Jahr gespielt habe. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt irgendwie hier doch teilweise sehr, weiß nicht, ob ich jetzt hier sehr umständlich vorgegangen bin. Damit. Egal. Was soll's. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal entdeckt wurden. Wurden wir schon mal entdeckt? Ist egal, komm, wir laden das Ganze nochmal und ich erzähle noch ein bisschen. Genau, also, ja, Dishonored ist auf jeden Fall eins von den längsten Spielen, die ich jetzt im letzten Jahr irgendwie gespielt habe. Ich habe vor, glaube ich, einem Jahr oder anderthalb oder so, glaube ich, habe ich mal Assassin's Creed Brotherhood gespielt, genau. Und als ich damit durch war, war ich total schockiert, dass ich tatsächlich mit dem Spiel irgendwie einfach mal gut 40 Stunden beschäftigt war. Und das hat mich wirklich überrascht. Also da habe ich natürlich auch irgendwie alle Nebenmissionen irgendwie gemacht und so den ganzen Quatsch, den man irgendwie so nebenher machen konnte, mit den ganzen Gilden ausbauen und sowas. Ja, aber es hat extrem lange gedauert und ich war echt schockiert. Nicht unbedingt schockiert, aber halt schon echt überrascht, dass tatsächlich so viel Zeit dabei draufgegangen ist, weil es auch extrem viel Spaß gemacht hat. Also ich fand es sehr witzig, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß bereitet. Und so, jetzt sind wir hier oben. Jetzt speichern wir nochmal, dann müssen wir den Penner gleich nicht nochmal erledigen. Und ja, ich fand das natürlich cool und ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich am Anfang irgendwie so ein bisschen skeptisch war bei Dishonored, bin ich dann doch jetzt letztlich relativ positiv überrascht. Klappt das? Klappt's. Eigentlich wollte ich das Ding ausschalten, aber das kann ich gar nicht. Ne, geht nicht. Geht. Fuck. Geht gar nicht. Nerks. Na gut. Ja, genau. Also am Anfang hat mir das Spiel so ein paar Probleme bereitet, so vom Spielstil, von der Steuerung war es auch irgendwie ein bisschen ungewohnt, aber wow, was ist denn jetzt hier? Ach, der speichert schon wieder. Okay, aber letztlich muss ich sagen, ist es ziemlich cool. Komm, wir machen das jetzt einfach. Lights out. Okay, was ist das für ein Achievement? You deactivated at least 5 security systems. Ah, okay.
Ein weiteres Achievement, nicht schlecht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den... Ach, lecko, ey. Was soll das denn? Kackpinsel. So, machen wir hier mal den Autosave mal. Schauen mal, wo wir da hinkommen. Ja, genau, also... Das hat sich wirklich echt richtig cool entwickelt. Ich fand die Story jetzt auch gar nicht so uninteressant am Ende. War zwar ein bisschen, oh Gott, ey, vorhersehbar, dass wir jetzt hier irgendwie am Ende noch von den Leuten, die uns da quasi, ja, ich will nicht sagen, benutzt haben. Ach so, der ist gar nicht... Okay. Naja, was soll's. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den hier irgendwie noch betäubt bekommen. Jawohl, ja. Und jetzt holen wir uns den hier noch. Hallo, Lumpen. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ach Gott, ist das ätzend. Ja, ne? Genau, und ja, Story hat sich ganz cool entwickelt. War zwar ein bisschen offensichtlich, aber letzten Endes, es war halt irgendwie mal, wieder echt ein großer Spaß, dieses Spiel irgendwie zu spielen. Und es hat mich am Ende halt auch echt schon so ein bisschen gefesselt, weil jetzt die letzten Aufnahmen, die habe ich wirklich noch bis, also wirklich lange Zeit, also über einen langen Zeitraum habe ich die irgendwie weitergespielt. Und habe jetzt nicht irgendwie ewig lange Pausen zwischen den Spielen gemacht. Ach, hier ist auch noch einer. Ja, okay, gut. Dann ist das jetzt halt so. Wenigstens habe ich jetzt hier keine Energie verloren. So. Nee, Quatsch. Herz brauche ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Ich habe ja hier jetzt alle Runen gefunden. Und jetzt speichern wir mal gerade. Genau. Jetzt gucken wir mal, was ist das hier für einer? Okay, der sieht uns auf jeden Fall. Ach, was soll's. Nehmen wir einfach den Aufzug. Und guck mal, was passiert. Ja, machen wir. Fahren wir ein bisschen Fahrstuhl, ne? Bisschen Fahrstuhlmusik irgendwie einspielen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier der große Showdown zwischen Corvo und, keine Ahnung, dem Havelock, Pendleton eventuell noch, keine Ahnung, wer das alles jetzt hier sein wird, aber ich nehme eher an, dass wir es hier mit dem Martin und dem Havelock zu tun bekommen werden. So. Knarks. Okay, wieder Auto speichern. Ah ja, okay. So, den nehmen wir mit. Vielleicht packen wir den einfach in die Kabine. Ja, ist glaube ich eine gute Idee. Okay, da ist einer. Da kommt noch einer. Nee, nee, nee. Okay.
Speichern wir einfach an der Stelle, denn wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich von euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran.